Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren oder neuen Folge zu GTA 5 Online. Mein Name ist Kampfkeks und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige euch jetzt mal heute, wie man richtig gute Polizeiuniform bekommen kann seit dem Casino-Updates. Und wie ihr schon wisst, ist ja im kommenden Sommer 2020 haben wir jetzt, kommt wahrscheinlich ein Polizeidienst hier raus und man wird wahrscheinlich irgendwas mit Polizisten machen können. Entweder ist man ein Polizist oder mal sehen. Ich hoffe, man kann Polizist sein. Ich hoffe, man kann Fahrzeuge kaufen und besitzen. Und ich hoffe, man kann Polizei-Apartments besitzen und Co. Aber es gibt noch nichts. Aber Gott sei Dank gibt es halt hier so richtig schöne Klamotten, wo man sich sehr viele Sachen sich selbst zusammenbasteln kann. Man braucht nur ein paar Sachen, die erkläre ich euch jetzt. Und zwar braucht man ein bisschen Geld, um halt so ein bisschen Accessoires kaufen zu können. Man braucht Freunde oder man holt sich das ein Casino hier ran, eine Spielehalle, wo man halt diese Casino heißt machen kann, oder wie gesagt, irgendein Kumpel hat das, der das dann aktivieren kann. Was man dazu machen muss und was man freischalten muss, weil man muss ja Klamotten schon mal freischalten, die kann man ja so nicht kriegen. Das heißt, ihr müsst hier Vorbereitung machen und am besten eignet sich ganz unten Riesenschwindel. Da sind die meisten Sachen drinne, oder hier bei aggressiv. Ich denke, ja, ich glaube, Riesenschwindel, sage ich euch, was da jetzt alles drin ist. Also ihr wählt jetzt das aus. Ich kann es jetzt nicht machen, weil ich das halt vorhin schon gemacht habe. Und zwar, wenn ihr die erste Uniform brauchen wir, ist zwar die Gefängniswärteruniform. Da braucht man, muss man Gefängnisbus klauen. Die kommt irgendwie random bei irgendeiner Vorbereitungsaufgabe. Ich weiß nicht mehr ganz genau welche. Auf jeden Fall muss man einen Bus klauen. Und sobald ihr eingestiegen seid, kriegt ihr schon die Uniform und müsst dann weiter nichts machen. Ihr müsst es nur beenden, dann habt ihr das schon. Das nächste, was ihr braucht, ist die Gruppe 6. Das ist ein Geldtransport oder allgemein so ein Wachtrupp. Das befindet sich quasi hier, wo jetzt mein Cursor ist, links. In den Aufgaben, das sind zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, danach kommt eine zweite Aufgabe. Das ist die nächste Uniform, die ihr braucht oder haben könnt oder was sinnvoll macht. Und jetzt füge ich auch sehr oft lese in manchen anderen Kommentaren von einem YouTuber, ist keiner erklärt so richtig, Mülluniform ist jetzt nicht das, was wir brauchen, aber die Mülluniform ist auch bei Riesenschwindel. Und zwar nicht die Gruppe 6, das sieht man ja mit dem Bild, sondern ihr müsst dann hier quasi weiterblättern. Das ist auch das Kästchen, nur ihr müsst weiterblättern. Da ist so ein kleiner Van drauf, weiß nicht, ist das Müll, hier nicht Müllentsorgung, Ungezieferversorgung, da habt ihr dann halt diese Müllwesten an und müsst das auch nur machen und dann habt ihr das. Also falls ihr noch hier Fragen sind, wo kriege ich die Mülluniform, kriegt ihr da auch. Was auch, muss man ganz überlegen, was man ja auch kriegt, ist glaube, muss man ganz kurz gucken, ist glaube auch die FIB-Uniform. Ja genau, die kriegt man da auch. Das ist auch eine Random-Aufgabe, die muss man, was Random-Aufgabe ist, auch hier so eine Fleißaufgabe, die man hier irgendwo machen kann. Da müsste ich hier, glaube ich, unten irgendwelche Marken holen. Jetzt kommt es nämlich drauf an, jetzt müsst ihr mal ein bisschen zuhören. Ihr kriegt dadurch auch die FIB-Uniform freigeschaltet, aber ohne Marke. Sobald ihr die Aufgabe macht, müsst ihr so ein FIB-Gebäude reingehen. Dann kommt ihr, beendet ihr das, geht hier in diese Halle wieder. Und dann habt ihr eure FIB-Uniform plus die Marke am Hals. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr dann einfach nur zum Klamottenladen gehen und das dann abspeichern. Ansonsten habt ihr die Marke nicht, wenn ihr die haben wollt. So, aber habt ihr das alles schon gemacht, vorbereitet, dann geht ihr hier an diesem Brett, an diesen anderen, und dann wählt ihr da alles aus. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt die Gruppe 6 Uniform müsst ihr jetzt nehmen, es ist wichtig, bei der Gruppe 6 müsst ihr die Uniform bei der Heiß beim Überfall, Raubüberfall so rum, müsst ihr das dann auch aktivieren, also damit auch eine erfolgreiche Raubüberfall hinbekommen. Erst dann kriegt ihr das in euren kostenlosen Shop-Inventar geschenkt. Und was man auch noch gleichzeitig noch holen kann, ist Marienschwindel. Oben rechts dann, wenn ihr das alles an ist, hier quasi die Karte, ihr wisst glaube ich, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann könnt ihr oben noch eine Uniform anklicken, und zwar die Feuerwehr kriegt ihr auch noch geschenkt.
SWAT oder Feuerwehr? Ich habe, glaube nur, ich weiß nicht, ob man beides machen kann. Ich habe nur die Feuerwehr angepinnt. Man muss damit nichts machen, man muss damit nicht spielen, man muss die nicht anziehen, keine Ahnung. Ich habe die einfach nur Just for Fun mal dazu ausgewählt und schon hatte ich die Feuerwehruniform auch noch kostenlos dazu. So, haben wir jetzt alles. Wir haben Gefängniswärter, kriegt mal geschenkt, einfach so in der Aufgabe. Gruppe 6 müsst ihr freischalten und bestehen. FIB müsst ihr vorher abspeichern. Jetzt haben wir, glaube, alles. Ja, genau. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann flitzt ihr ja schnell nach draußen und sucht euch dann halt das nächstentsprechendste Klamottenladen aus. Also, es eignet sich am besten irgendeins, wo man nicht diese ganzen Luxusboutiquen bekommt. Also keine Smoking-Gegend, sondern normale, reine Klamotten-Uni, also reiner Klamottenladen für normale Bürger. Lässt sich hier gleich in die Ecke. Mal schnell hindüsen. Und dann kann man da nämlich richtig schön was zusammenbasteln. Also es sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich habe sehr vieles ausprobiert, innenprobiert. Vieles habe ich behalten, vieles habe ich weggemacht, weil es kacke ist. Aber dadurch, dass die Mützen und das ganze Accessoire richtig große Palette hat, an Beispielen kann man da echt was Nices zaubern. Man muss auch nicht Richtung Polizei gehen, man kann auch komplett in was anderes. Zum Beispiel, wenn man die Müllweste hat, kann man sich noch einen Bauarbeiterhelm anziehen und schon hat man Handwerker. Ist total easy. So, jetzt mal hier rein. Da. So, dann geht ihr hin, ganz unten sind das. Dann habt ihr das zum Beispiel freigeschaltet. Hier Feuerwehr. Kriegt ihr dann quasi auch freigeschaltet. Over here, if you need me. Wo war es denn? Ah, ich bin zu schnell. Gruppe 6. Ist das, was ihr freigeschaltet bekommt, müsst ihr jetzt noch kaufen. Ne? So, das, was wir brauchen hierbei sind die Hemden. Das heißt, entweder sucht euch aus, kurzärmlich oder langärmlich. Wir nehmen jetzt mal, nur jetzt mache ich mal als Beispiel, achso, was zeige ich noch hier? Müll ist hier. FIB ist das, was ich meine. Ohne Marke, sieht total gaga aus. So. Und Gefängnis ist das hier. Auch kurz- oder langärmlich. Aber ich suche jetzt hier mal. Wo ist es? Da ist es schon. Das nehmen wir jetzt mal. Dann gehen wir mal hier ganz kurz hier auf Touchpad, Inventar. Nee, das war falsch. Accessoires. So. Jetzt sagen wir uns, Helm brauchen wir nicht. Helm ist Müll. Ah, falsche Richtung anscheinend. Ich habe zu viel. So, was brauchen wir als Kopf? Wir brauchen eine Brille. Nee, die nehmen wir nämlich. Nehmen wir jetzt als Beispiel die. Das lassen wir jetzt. Was brauchen wir nicht? Nicht unbedingt. Ich vertue mich immer hier. Nein, Snack nicht. Hier, das kann man. Machen wir mal weg. So, jetzt haben wir hier mal richtig schön unsere Marke, also was heißt Marke, Abzeichen und Funkgerät. Das heißt, was brauchen wir? Ach, bin ich hier überhaupt richtig? Ich merke schon, ich komme mir nicht zurecht. Bleh. Ich kotze gleich. Los! Genau. Krawatten. Man kann hier nämlich Krawatten anbinden. Anbringen. So, sucht euch irgendeinen aus. Die Fliege wollen wir nicht. Was hat so ein? Eine schwarze. Hallo? Oh, ich habe nicht bestätigt. So. Was hat man noch? Uhren. Alter, was ist denn hier los? Wie sind die Uhren? Irgendwas stimmt mit meinem Cursor nicht. So, jetzt Uhren. Wenn jetzt irgendeine ist, jetzt so von den Schnulli nur als Beispiel. So. Gut. Dann kann man sagen, okay. Mache ich einer, der im Büro sitzt, oder mache ich einer, der umherlaufen tut? Und dann können wir mal hier noch andere Hosen nehmen. Kann man, muss man nicht. Muss ich mal ganz kurz gucken, und da, was sind die denn? Bin ich hier falsch? Sind die, wo sind denn hier die Hosen? Ich gehe hier eigentlich nie einkaufen, ja, in diesen Laden hier. Wo sind denn die Hosen? Oberteil? Oberteil. Oh, ich kenne mich hier nicht aus. Hier. Hosen. Sind das hier unsere Arbeitshosen? Ja, könnte man nehmen. Ne, sieht aber kacke aus. Hier sind die Hosen. Kann man jetzt sämtliche Farben nehmen? Aber was Buntes wollen wir nicht. Also man kann jetzt auch hier so eine
Anzugshosen. Geh eine Anzugshose. In der oberen Abteilung sind, glaube ich, die glatt gebügelten, ne? Was ist das denn? Ja gut, das sind jetzt hier die Hosen. Man muss jetzt nur noch Lackschuhe, hier normale Schuhe anziehen halt, ne? So Smoking-Schuhe. Oh, hier mit Streifen. Ey, das ist ja nice. Das ist echt. Ach komm, mache ich mal ganz kurz so. Das ist eine Jogginghose, oder? Ich habe jetzt nicht gelesen, was. Das sieht sowas an Schuhen aus. So, wo sind die Schuhe? Sind hier die Schuhe? So. Oder was findet man das? Was ist denn hier los? Warum geht denn dieser Cursor so? Ah, es ist so ganz blöd. Jetzt so richtig. Ist alles ein bisschen hässlich hier. Ah, ich sehe jetzt immer ganz blöd als blöd, weil sie kostenlos sind. Ich wollte kein Geld ausgeben. Es ist eine Jogginghose. Helf, ist das eine Jogginghose? Ah, ich dachte, es wäre eine Anzugshose. Ich habe es nicht gelesen. So, jetzt, was auch cool ist, hier bei Mützen. Wo findet man das denn? You looking for anything special? Irgendwas ist mit meinem Cursor. So. An hier war eine Gruppe 6. Kampf. Nö. Hier. Der auch nicht. Der Helm. Der Helm kann ich. Ah, hier sind die Bauarbeiterhelme. Da kann man jetzt, wie ist das, meine ich, was man machen kann mit der Weste. Kopfhörer, Bananas, nein. Hier vielleicht da. Hier sind sie nicht drunter. Hier. Ah, hallo. Auch nicht. Hallo, wo sind die denn? Mal keine Officer-Mütze. Hier sind sie doch. Hier sind sie doch. Sucht man sich was Schönes aus. Was Blaues. Oh, ich hab ein schwarzes. Hier sowas. Und dann wäre man eigentlich. Oh, die Hose sieht so hässlich aus, ne? Eigentlich fertig. Aber das ist nicht das, was ich schön finde. Ich habe jetzt nämlich hier. Das ist Feuerwehr. Hier zum Beispiel kann man was machen. Zieht man sich ein Barett auf, eine Krawatte, das ist jetzt die Gefängnisuniform, eine Arbeitshose kann man sich anziehen. Dann kann man hier, das war nicht ein Zollbeamter oder keine Ahnung, das könnte jetzt hier, sage ich mal, eine Militärpolizei sein, das könnte ein Zollpolizist werden, das kann hier ein Chief sein, der oben im Norden da, die sind auch immer so tätig da, eine Krawatte angezogen, dann die haben zwar jetzt so runde Sheriff-Mützen, es gab aber nur die, ja eh nicht rankommen. Die Cowboy-Hüte, dann gibt es die halt, wie gesagt, einmal langärmig. Dann eigentlich halt, warum habe ich PSPD geschrieben? Heißt LSPD, egal. Ist das hier der Polizist? Man kann jetzt nur Handschuhe, wie gesagt, anziehen oder eine Schussweste anziehen. Hier ist die FIB-Uniform, die ist mit Marke, das ist das, was ich meine. Ansonsten kriegt ihr das gleich ohne Marke. Und ihr könnt, wie gesagt, die Krawatte ändern. Ihr könnt auch die Hose ändern. Ihr könnt überall die Hose ändern und Krawatten dran binden. Auch bei solchen Uniformen. Also ihr könnt immer Krawatten, nur sobald ihr den Oberteil ändert, geht das nicht. Weil gerade bei der Marke, ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich will eine Smokingjacke, geht nicht. Ihr könnt nur das haben. Es geht nicht anders. Okay, das war was anderes. Hier zum Beispiel jetzt auch hier, das ist die Gruppe 6, kann man als Sanitäter umherlaufen. Sieht man sich eine schicke Hose an, eine halbwegs vernünftige Mütze und Handschuhe, dann hat man das. Also man kann da sehr viel machen. Und das war's. Also es ist halt so das Problem, man kann auch hier bei den Jacken kann man jetzt auch nicht die Arena War Jacken oder so, Westen oder so anziehen. Das geht nicht, also weil ich wollte als Polizist eine andere Weste haben. Das geht alles gar nicht. Habe ich schon alles ausprobiert. Da verschwindet mein Anzugshemd. So, genau. Und das wäre es, was ihr machen müsst. Mehr ist es nicht. Man muss halt nur ein bisschen Zeit und Fleiß investieren und Leute haben, die das machen. Und dann kann man auch direkt dann schon. Ich muss mich umziehen. Direkt dann
loslegen. Dann machen wir hier als FBI-Agent. So, mehr war es auch nicht. Vielen Dank zum Zugucken. Seid kreativ. Vielleicht findet ihr was Neues, Cooles an Looks, was man machen kann. Und dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.